Hey, hallo, meine Lieblingschefin. Was ist los? Ob ich Zeit habe? Ja, klar, habe ich. Heute Abend, klar. Ja, ich glaube, ich kenne das. Okay, bis dann. Hallo, Rebecca! Wie geht's? Was? Moment, was tue ich? Ich diskriminiere dich? Was erzählst du denn da? Hallo, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Hallo, können wir das vielleicht morgen besprechen? Bei einer Tasse Kaffee? Hallo? Hallo? Mama? Was? Rebecca hat dich angerufen. Ja und? Ich habe was? Ich habe sie nicht gedisst. Was erzählt sie denn da? Das stimmt so überhaupt gar nicht. Mama, das stimmt nicht. Ich habe sie nie gedisst. Mama? Das ist schwer. Ah, hallo, meine Lieblingschefin. Also, heute Abend geht klar. Und, wie? Was? Den Job los? Wieso das? Meine Freundin? Wieso ruft meine Freundin dich an? Aber das stimmt doch gar nicht. Das ist alles an den Haaren herbei. Hi, hallo. Sag mal, ob ich bei euch vorbeikommen kann? Auf ein Bier? Ich schieb gerade momentan totalen Depri. Also, ich brauche gewissermaßen eine Schulter, an der ich mich ausheulen kann. Ihr hättet etwas Zeit? Okay, dann komme ich bei euch vorbei, ja? Bis gleich. Ich war erst im Plattenladen und habe einfach irgendwelche Sachen gesucht. Bekomme einen Anruf, meine Chefin, ob ich nicht Lust habe, aufzulegen. Einen Job, Geld verdienen. Ich bin völlig happy, bereite mich vor und hier los. Plötzlich ruft mich meine Freundin an. Ich würde sie diskriminieren, ich wäre ein Tyrann, ich würde sie psychisch kaputt machen. Ich komme nicht mal zu Wort bei ihr. Und kurze Zeit später, also sie legt auf, plötzlich ruft mich meine Mutter an. Ich würde meine Freundin schlecht behandeln. Ich wäre ein Diktator. Also ich würde sie diskriminieren, wie meine Mutter sich mit meiner Freundin unterhält. Und der ganze Scheiß nochmal. Und bevor ich mich irgendwie rechtfertigen kann, legt meine Mutter auf. Urplötzlich, ich bereite mich vor auf heute Abend, ruft mich meine Chefin an. Ich würde meine Freundin schlecht behandeln. Ich würde sie diskriminieren. Würde sie psychisch kaputt machen. Also ich drehe völlig durch. Ich verstehe es nicht. Erklärt's mir. Was halte ich davon? Was haltet ihr davon? Was ist das? Hä? Ich will verzweifeln. Hä? Will ich jemanden umbringen? Oder mich selber umbringen? Oder? Erklärt's mir.
Erklärt's mir! Hm? Was habt ihr mir zu sagen? Hä? Du sitzt seit einer Stunde da, zu diesen Grimassen und sagst nichts. Hallo Leute, ich bin der Macher dieses Improvisationskurzfilms. Ich heiße Isa Lokmangön und diesen Film habe ich ohne Budget gestemmt. Und jetzt machen wir einen von meinen Drehbüchern. Und zwar, lass mich mal überlegen, vielleicht mal ein Gangsterdrama. Oder da habe ich über 20 Personen geschrieben. Ich glaube, das wird ein bisschen teurer sein, da ich eh immer ohne Budget arbeite, keinen habe. Von daher nehmen wir doch ein sozialkritisches Drama. Wisst ihr, was ich am meisten mag? Sci-Fi. Science-Fiction-Abenteuer. Ich liebe es. Da habe ich über 100 Figuren geschrieben. Das wird, glaube ich, nicht zu machen sein. Aber ich weiß jetzt, was wir machen können. Königsdisziplin. Thriller. Das ist das höchste Genre in der Filmbranche. Also nehmen wir einen Psychothriller. Den habe ich ja geschrieben. Den könnten wir jetzt zum Beispiel machen. Damit ich mich beweisen kann, wie gut ich bin. Und wenn einer Interesse hat, mit mir zu arbeiten, ein bisschen Zeit und Geld investieren möchte, bin ich gerne bereit. Unter diese Nummer kannst du mich erreichen. Also Leute, ich freue mich jetzt schon, von euch zu hören. Bis bald.